Okay, Muni sieht echt leider ziemlich kritisch aus. Ja, Leute, die Viecher sind immer noch hier. Ja, das stimmt. Boah, ich dachte gerade, du wärst auf dem Weg hier rüber gestorben. Nee, ich bin nur in Deckung gesprungen. Das war irgendwie cooler, als die Viecher noch mit einem Schuss gestorben sind. Das war noch toll. Ja. Au, steh hier im Feuer, Alter. Oh mein Gott, ich stacke. 4 AP, easy going. Los, wir werden nicht schneller. Das ist ein harter Schläger. Fenster zweimal wieder vorbei. Das war's. Komplett out of Muni. Und schon rennt er rein. Ja, oh, fuck. Alter, du bist ein bisschen blöd gestorben. Und da hab ich noch Muni drin. Easy. Hau rein, die Angst! Ich kümmere euch alle! Weiter geht die Party! Und weiter! Wir hatten doch nicht mehr normal, Leute! Was haben wir denn so sagen? Alles okay! Alles geklärt, brauchst keine Sorgen mehr machen. Okay. Reinrennen ist die beste Option. Oh, ein Sniper-Ding. Das war kein Sniper, Kevin, aber egal. Maschinengewehr verwendet. Doch, das ist ein Sniper. Das ist kein Nein, Sniper. Nein, das ist ein Maschinengewehr. Weg damit. Will jemand haben? Sag doch erstmal, wie gut es ist, dann kann jemand gucken, was gebrauchen kann. 39. Ich nimm's. Boah, ich bin 0. Alter, das passt nicht. Ich will dich nicht bauen. Nee, das fand ich nicht so cool. Scheiße! Okay, das wollte ich nicht. Das wurde jetzt die Waffe hingelegt. Hier zum Beispiel, Jungs. Was ist da zum Beispiel? Warte, ich warte auf die anderen beiden, die mal wieder nichts checken. Kommt jetzt mal hier hin, bitte. Hier. Ja, ja, den habe ich eben gefunden. Hier waren wir, Dennis. So, wir sprechen. Claptrap-Rettung Lost Cape. Ach, haben wir schon gemacht? Mensch. Muss ich Bescheid sagen. So, dann kannst du hier jetzt Claptrap-Rettung Lost Cave. Jetzt musst du hier in der Nähe ein Reparaturkit suchen. Wenn du das gefunden hast, dann kannst du das dem Claptrap geben und dann kriegst du eine Speicherdeckerweiterung. Dann kannst du mehr tragen. Okay. Dann müssen wir das jetzt suchen, oder was? Genau. Wie sieht das Ding aus? Das ist so, wie die Karte so ein anzeigt? Baukasten im Prinzip. Hier ist eine Waffenkiste. Nein, die ist auch richtig. Eine Schrotflinte. Was ist hier oben? Nichts. Okay. Weil ich das gesehen habe. Ein bisschen Muni ist hier noch, aber ich weiß nicht, für was die Muni ist. Wir müssen noch einen so einen Kristall finden, dann haben wir 50 von 5. Oder dann haben wir 50 von 50. Davon ist noch einer, aber da sind 6. Ich weiß nicht mal, wie diese kleine Kiste für den Robi aussieht. Ich auch nicht. Wie was aussieht? Die Kiste für den Roboter. Wie einen Werkzeugkasten. Ein uralter Werkzeugkasten, ein roter. Warte, ich versuche mich zu drehen, ich kann aber nicht mehr ausschießen. Feuer, alles drauf auf ihn! Das sind 2. Ja, aber den einen kannst du da auch nicht mehr sehen. Oh, hi! Ah, ich lebe gleich wieder. Oh, wo kommst du denn her, Alter?
ich auch nicht. Ja, von der Seite noch ein Elektro-Vieh. Oh, komm schon, ich will Randa! Wieder ausrasten. Lass mir Randa denn die Wille! Die haben mich in die Luft gejagt. Tom! Ja, ich bin gerade ein bisschen aggressiv. Du bist aggressiv, nur du hast die Agro. Ich bin aggressiv und ich hab die Agro. Jetzt hab ich die Agro. Ist gut, hab ich die nicht mehr. Der hat was Gutes ausgespuckt, mal. Was der letzte Crystal? Echt, komm doch nicht ran. 50 mal 50. Okay. Das Dennis, das Dennis. Ich will aber dem kleinen Roboter helfen. Könnt euch nicht einfach raus. Ich glaube, wir haben nur einen Roboter, oder? Ja. Der Quest hat gerade angezeigt, wie das der von kleinen Klapp hat. Ah, okay. Oh, hi, wo kommst du denn her? Hast du den gerade mit einer Feuerdings gemacht? Ja, ich habe eine Feuerschrottblende. Ja. Ich fange halt direkt im Spawn ab, das ist vielleicht nicht so klug. Feuert einen Maschinenwerfer. Oh, ich wollte auch in einem Spawn zu stehen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Hinter dir! Hier, Leute, hier ist eine Reparatur. Was ist aber noch ein paar Banditen. Er hat einen Kuppel, Oh, hi, Psychopath. Help! I need somebody! Help! Ja, ich reiche dir eine Hand. Boah, war das knapp. Ich dachte, du wärst auch RIP, weil dein Leben ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Hier ist ein Reparaturkit. Ja. Das ist aber ganz schön versteckt. Lass die beiden anderen beiden auch noch gucken, okay, dann halt nicht. Ich dachte, das wäre für alle da, deswegen. Nee, nee. Okay. Muss man davon mehrere finden? Also kann man mehrere finden? Nein, kannst nur eins finden. Oh, das ist ja kacke. Dann kannst du zum Claptrap gehen, gibst das ab. Dann kriegst du so ein Speicherdeck-Upgrade. Wenn du Glück hast, zeigt der Claptrap dir noch... in falsche Richtung. Ah, ja, zeigt der Claptrap dir noch so einen geheimen Eingang. Der bewegt sich die ganze Zeit, ich kann ihn nicht ansprechen. Ja genau, ich hab's schon abgegeben. Achso. Runterspringen. Patty, was ist da oben noch? Böse Skeks. Müssen wir da noch hin? Nein. Alles klar. Oh, worauf gehe ich denn jetzt? Ja, hab dann schon. Gesundheit nach Wiederbelebung ist doch eigentlich gar nicht mal so bad, eigentlich da. Oh, hi. Hallo. Mana. Mana. Munition. Also kann man immer nur ein so ein Reparaturkit abgeben. Bei, also Crap. Ja, du findest auch in jetzt haben alle mehr Platz. Ja, fünf mehr Platz zu enden oder so. Du ich findest immer noch in 12, aber nur. Ach, what the fuck? Hallo. Fuck! Oh, ich war so boosted, Alter. Neue Stärke easy bei dem Alpha. Munition
Wollen wir raus hier? Oder haben wir einen Geheimgang bekommen von ihnen? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, die Viecher kommen wieder. Blitz. Okay, tschüss, Leute. Willst du mich verarschen? Okay, tschüss, Leute. Dennis? Wie, tschüss, Leute. Was stehst du da am Kerl? Ich steh nicht auf. Lass mich nicht zurückgelassen lassen. Lauf! Lauf! Dennis, den jeder für sich! Oh Gott, da sind noch ein paar mehr gekommen. Wie lassen wir den machen? Ich rette euch alle! Ich rette euch alle! Und go! Diese Schweine, Alter. Ey, Dennis steht da einfach auf Kram, macht gar nichts, ne? Weil er noch lootet und ihr lauft weg. Ich hab nicht gelootet, ich hab meine Waffen ausgetauscht. Ja, aber die Sache ist, die Schaden. Das Austausch. Warum rennen die anderen dann weg? Weil auf einmal fette Viecher kamen und dann ist Patrick einfach weggesprintet wie der Letzte. Und dann dachte ich, ich will nicht alleine hier bleiben und bin hinterher. Hier, Dennis, ich hab noch eine Machine Gun mit 49 Damage, wenn du haben willst. Naja, ich hab welche mit 52. Weil wir uns jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde wieder hätten da durchschlagen müssen, bis wir am Ausgang gewesen sind. Deswegen dachte ich, ich sprinte gerade einfach durch, weil ich kann nämlich ja unbesiegbar machen, also unsichtbar machen, dass sie geht nämlich anhitten und ich bin ja schnell durch. Dann drücke ich auf den Knopf und dann geht's in 2 Sekunden geht's dann weiter und alle sind gerettet. Yay! Wir haben das aber im Rucksack, das Ding, ne? Mit Inventar-Upgrade. Ja, und dann musst du da Rechtsklick drauf machen. Und dann. Ah, ich benutze das so direkt. Ich benutze das gar nicht, dass ich das irgendwo anziehe oder so, sondern ich benutze es so. Ja, oder Doppelklick oder so, glaube ich. Ah, okay. Also ich dachte, jetzt muss das halt 15 haben anziehen. Und Kevin ist wieder rausgeflogen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, ich habe ja gesagt, Borderlands funktioniert nicht mehr. Ach so, habe ich nicht gehört. Ich auch nicht. Ist aber so laut. Was? Warte mal. Hier, liebe Leute, ist. Scheiße, kein Munitionsding. Ey. Hey, was ist? Kannst du losgehen? Ups. Gib mir Muni. Fahr mich zum Munitionslabor. Hat das Auto auch mehr Leben? Das hat doch sonst nicht 750, oder? War das nicht vorher irgendwas bei 500? Aber warte, wir wollen abgeben, ne? Weil wegen. Ja, wir sind schon da. Oh, Leute. Oh. Brauch Muni! Und zack. Brauchen wir so lange zum Aussteigen, ne? Also ihr könnt euch jetzt entweder ins Fahrzeug teleportieren, damit ihr auch direkt bei uns seid, oder ihr holt euch nein, das fahrt ihr auch gerade hin. Wir teleportieren uns. Okay, ja, ich hab da schon die Station. Oh fuck. Jetzt haben wir einen falschen Knopf. Ich stehe hier vor dem Brett und höre auf einmal nur da, wo die Läden sind. Der hat nichts für mich im Angebot! Glaub ich, was da aus? Die ist zwar geil, aber kein Elementarschaden. Elementarschaden ist schon ziemlich nice, wenn die wenig Normalschaden haben. Der auch weg. So, wir haben jetzt nämlich das erste Artefakt bekommen, ne? Oh, das kann ich verkaufen. Tschüss. Und das zweite auch. Soll ich die verkaufen? Und eine Sniper Rifle. Alter, jetzt überforderst du mich. Ich hätte gerne auch eine Sniper Rifle mal. Hast du auch eine bekommen? Gute wieder. Eine mit 78 Damage. Meine hat 61. Also die ich bekomme war 78. Meine hat 146. Meine hat 84. Also kann ich die verkaufen, die 78er. Von der Wo Quest. Wo ist die denn, die 78er? Ich sehe die gar Von der nicht. Quest! Hast du gerade eine Cyber bekommen, im Inventar. In deinem Inventar? Ja, wenn ich da reingehe, ne, dann hab ich sie nicht. Sag mir den Namen. Hard Gambler. Was? GGN40-V3 Hard Gamble. GGN habe ich nicht. Warum hat er die nicht? Dann heißt die bei Kevin vielleicht anders. Wir haben nicht alle dieselbe gekriegt. Ja, gut. Verkauft die trotzdem. Jetzt habt ihr. Bada-bum, bada-bam. Kann man die Artefakte verkaufen? Ja, wir haben mal angeklickt. Die gehen die, automatisch aufs Geschütz. Die benutzt Geschütz. Du bitte, Tom. Ach man, ich bringe aber voll viel Geld, guck mal, ja, 2000. Du bist du bescheuert, Alter, du willst doch wohl keine Artefakte verkaufen. Einfach benutzen. Du mit deinem Kopf drin rein, oder was? Kaputter Junge.
Ich hab dafür sein Achievement bekommen. Okay, dafür hat sich das gelohnt. Hast du jetzt doch eins verkauft? Nein. Okay. Ich hab eins Achievement bekommen, weil ich das benutzt hab. Was bringen mir diese ganzen Artefakte? Ja, passive das ist Stats jetzt wahrscheinlich. Das ist jetzt nämlich, ne? Dennis, hast du verstanden, was die Artefakte bringen? Ich hab mir die durchgelesen. Wollt ihr? Ja, die haben mein Geschütz verbessert. Richtig. Wenn ihr die Artefakte einsetzt, dann verbessert das eure Fähigkeit. Ne? Wir haben, glaube ich, alle dauerhaft jetzt einen Brand und einen Schock-Artefakt bekommen, ne? Das kann sein, ja. Müsst ihr eigentlich. Genau, ihr müsst die aktivieren, ne, in eurem Inventar, plapplapplup, dann geht ihr auf euren Skill und dann habt ihr daneben dieses kleine Feld. Ah, da können wir es aussuchen. Brand genau, da oder kannst du dir das aussuchen. Brand oder Schock. Und, naja, Brand macht halt Feuerdamage, Schock macht halt Elektroschaden. So, und ihr sammelt die im Laufe des Spiels, ihr kriegt davon mehrere, dadurch könnt ihr die Artefakte hochstecken. Auf Level 4 geht das, glaube ich, oder so. Oh, ja, und dann sind die halt sowas machen? Sind die halt... Check, ne, Bananen, nein. Was hast du gerade in der Zeit gemacht, wo ich es gerade erklärt habe? Versucht, dass das Spiel einigermaßen funktioniert. Drück K, Kevin. Danke. Neben deinem Skill ist ein kleines Feld. Ja. Da sind die Artefakte aufgelistet, die du benutzt hast. Davon kannst du dir also aussuchen. Und im Laufe des Spiels levelst du die hoch. Du findest immer mehr Artefakte. Es gibt auch noch ein Explosions- und ein Säure-Artefakt. Und da kannst du die hochleveln bis Level 4. Ja. Ne? Dein Vogel, wenn du jetzt zum Beispiel Schock nimmst, dann blitzt dein Vogel, wenn er so durch die Gegend fliegt. Okay, also wenn ich Feuer, Säure, Schock und Explosiv hab, dann kannst du dir eins davon aussuchen und kannst das auf den Vogel setzen und der macht dann den Schaden. Was wird sich denn bei mir im Nahkampf eher lohnen, der Schock oder der Brandschaden? Ist Schock so AOE-mäßig auch, oder? Naja, du musst halt überlegen, was die einzelnen Elemente bei den einzelnen Gegnern bewirken. Wenn du Schock reinmachst, dann haust du die Leute mit Schild natürlich dermaßen krass auf die Fresse. Ne? Weil dann haust du dir einmal und den ihr Schild ist weg, egal wie stark das ist. Wenn du stattdessen gegen so einen Schläger, auf so einen Schläger zuläufst, macht Brand natürlich mehr Sinn, weil der hat viel nackte Haut. Den haust du dann durch Brand natürlich weg. Wenn du jetzt gegen den vollgepanzerten Typen mit deinen Fäusten entgegenläufst, macht Säure mehr Schaden, weil Säure bei den gepanzerten Einheiten mehr Schaden macht. Weißt du? Okay. So ist das dann halt. Wie Schere, Stein, Papier. Man braucht die auf und kriegt auch wieder neue? Nein, du brauchst sie nicht auf. Du hast die permanent. Genau, ist passiv im Prinzip. Okay, wenn ich jetzt erstmal ein Artefakt habe, so, dann mache ich Linksklick darauf, ne? Aus dem Inventar und dann ist es oben rechts bei K. Genau, und bei K kannst du oben links dann bei K kannst du draufklicken und kannst es dir aussuchen, welches du benutzen möchtest. Ah. Soll ich verstanden? Roger. Ich glaube, du bist der Einzige von uns, der Abi hat, oder? Deswegen hast du ja auch Abitur. Ich hab Fachabi. Das reicht nicht, Dennis. Brauchst du was? So, ist Fachabi schlechter als normales Abi? Ja. Ja, Fachabi, da spezialisiert man sich schon in eine bestimmte Richtung und das beim normalen Abi hat man noch alles offen. Also allgemein ein bisschen natürlich mäßig so. Ja. Das eine, ein das lernst du für werden Millionär und bei dem anderen, weiß ich nicht, gibt's eine andere Quiz-Show? Ja, da hat man sich dann schon für eine Richtung entschieden. Ja, genau. Da muss man dann auch ein halbes Jahr arbeiten, damit das zum vollen Fachabi also wird. Ja, sonst hat man das Schriftliche. Arena Level 2, wolltest du dich packen oder was? Ja, die ist ab Level 15. Okay. Level 17. Wo haben wir die Level gemacht, Alter? In dem Shop-Ding da. Das ist verrückt. Piu! Piu! Feuerwerk! Ab zur Arena und wir killen die Gegner! Ist das mit Beam? Was, Beam? Beamt man sich da wieder hin? Das ist hier vorher die Arena. Ihr könnt das Auto benutzen. Zum Handboard. Cool, ich hab ja, das mein Rocket Launcher nicht so viel Muni, aber ich glaube, die kann man da kaufen bei dem, oder? Muni kannst du da kaufen, ja. Ja, aber beim normalen Shop kann man nicht alle kaufen. Für den Rocket Launcher kriege ich da keine. Also beim anderen zu Hause. In der Base. Seid ihr schon da? Hier krieg ich auch nichts für den Rocket Launcher, voll unfair. Wollt ihr aussteigen? Ich bin dabei. Ach, da Raketen kriege ich. Hier gibt es sogar die großen Upgrades wieder. Und da hätte ich gerne für einen Rocket Launcher das. Habe ich schon. Oder? Du kannst es ja, das nächste, ja, das nächste müsste lila Shotgun oder blau sein. Die dann noch größer sind. Revolver. Ach, oh, ich denke, ja, komm, hol ich mir auch noch. Easy. Jetzt bin ich wieder zwei wieder pleite, aber egal.
Oh, warte, kann ich auch neue Muni dafür kaufen. Oh, das ist ein besserer Revolver. Oder wie viel hat meiner? 85? Der hat... Nimm ich den. Kaufen. Revolver Muni, kauf einen Cheat. So. Zack. Einen goldenen Revolver, easy. Dann auf geht's. Auf geht's da. Wir starten jetzt ab Runde 2 direkt wieder, ne? Runde 1 brauchen zwei. Wir nicht mehr machen, oder? Runde 2 müssen wir nur überleben. Ja. Können wir Runde 1 eigentlich just for fun? Könnte man die nochmal machen? Nein. Okay. Das könnte sich wahrscheinlich unendlich hochleveln hier. Richtig. Das wäre richtig witzig. What the fuck? Was blitzt denn da, Alter? Ja, ich hab Schock-Artefakt drauf bei mir. Meine Waffe hat das auch. Problem. Wir haben schon zwei Alpha-Skicks, also die sind richtig behindert. Nein, lauf doch nicht weg, Alpha! Bam, down. Gut. Boah. Eine Eifel auch fast down. Da fehlt noch einer oder so. Ist er hin? Hier, in der Mitte. Ja. Der ist von mir auf einmal hochgeflogen oder weg. Oh, da ist noch einer. Alles drauf! Der wird leiden! Vor allem was? Geschafft. Easy. Good job, Leute. Was kriegen wir dafür? Nur Erfahrung und so, oder? Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir es abgeben. Ah, okay. Aber liegt auch Money rum und da sehe ich nicht nein zu. Sogar eine Figur. Wunderbärchen. Du. Weil dieses Nachladen dauert immer so lange bei meinen ganzen Waffen, ey. Das ist super ätzend. Dafür haben wir... geil! Todeskreis, Pedale, was? Was haben wir denn bekommen? Eventuell habt ihr jetzt einen Granatenmod gekriegt. Wenn ja, sagt mir mal, wie der heißt. Explosives M-I-R-V. Okay. Explosive Kontakt und Klebe. Okay. Vor uns hin, Betty. Okay, ich habe den geilsten Granatenmod in diesem Spiel gekriegt, den es gibt. Da habe ich den Transfusionsgranatenmod. Wenn ich jetzt eine Granate schmeiße, kriege ich Leben zurück. Bin dafür, wir schmeißen Patrick raus. Also finale Runde ist ab Level 18. Und los. Warte, ich muss erst heilen. Okay. Auch erst wieder Muni. Für Muni ist auch eine Idee. Heile ich mich nebenbei. Okay, dann können wir das mal ausprobieren. Ja, Moment. Muni kaufen und Vollring. Brauch noch ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Muni. Okay, Win. Oder eben Vollring. Hab ein bisschen wenig Leben. Was ist denn für eine? Nicht mich hauen! Alter, wir verschwinden dann wieder voll viel Muni, hör auf! Ich hab einen Joke gemacht. Ich hab gerade so einen schönen Revolver gefunden. Ja, dann lass uns lieber nicht die Muni dafür verschwinden, indem wir uns gegeneinander kaputt kloppen. Kannst du noch mal so ein Heilungsding nebenbei mit aufstellen? Dass ich mich vielleicht noch schneller, oder wollen wir das ja in der Arena behalten? Was soll ich mir eigentlich gerade für eine Arena aufbewahren? Ja, halt steh, du Sausack! Kannst ja neben mir stehen bleiben. Was willst du das wissen? Ich reck halt relativ schnell. Ja, ja. Hä? Hast du ein Arschgeweih? Ich hab nicht nur ein Arschgeweih, Junge. Sondern ein ganzer Körper. Mein ganzer Körper ist ein Tattoo, Alter. Patrick ist gar kein Bitch, er ist ein Tattoo. Guck auf meinen Arsch, Kevin hat gerade gesagt, ich hab einen Arschgeweih. Ja, aber das Blow zieht sich auch am Arm entlang. Ich glaube, das ist die Ritze.
Nicht das Blaue. Das, was Skirin für den Arschgeweih gehalten hat. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist einfach dieses Stumpfe. Ich glaube, das ist die Runze. Oh, man hört auch langsam mal rein. Wirklich über den ganzen Körper. Ja, Boris, guck dir mein Leben an! Ich muss vollrecken, sonst bist du nachher am Heulen, wenn ihr alle tot seid und ich keiner wieder leben kann. Kommst jetzt mal rein, Tom. Was macht ihr denn da? Ich regge Leben. Siehst du das nicht? Das bewegt sich kein Millimeter. Klar. Oh, doch! Ich hab halt insgesamt 544 Leben, die vollgeheilt werden müssen. Hey, Dennis. Dauert ein bisschen. Hast du eigentlich schon geskillt, dass du uns mit Schüssen heilen kannst? Davon bin ich noch ein bisschen entfernt. Echt? Du hast nur dein Geschütz hochgepusht, ne? Jo. Weil das müsste auf der ganz rechten Seite das zweite sein. Zweite Stufe unter dem Geschütz heilen. Ja, darauf gehe ich erstmal nicht, weil erst das Geschütz und dann skill ich mich. Okay, aber es kann ganz schön lange dauern, bis das Geschütz dann vernünftig geskillt hat, ne? Ja, habe ich fast. Muni und Leben. Also Leben habe ich schon mal voll. Das ist ein Säureopfer. Die ausgewachsen und spucken auf, Säure, das ist ja unfair. Oh, hi! Ja. Hi. Wow, hinter uns! Ich liege gleich im Dreck. Niemals! Roll dich herum! Komm da raus, Junge! Der ist wieder zurück reingerannt. Was für eine Pussy, Alter! Wow! Ich liege im Dreck! Ich liege im Dreck, Ah, danke. Kein Problem! Ich bin da! Arena, so gehen widerspricht allem, was ein Scharfschütze tun sollte. Ja, ein Scharfschütze sollte eigentlich hinten stehen und Headshots verteilen. Das machst du aber auch nicht, wenn wir offenes Gelände haben. Halt das nicht. Ja, Kevin, wo rechts hat er rechts? Du stehst meistens weiter vorne in der Frontlinie als ich, obwohl ich der zweite Tank bin. Ja. Hopp. Wer kommt jetzt? Komm jetzt Mama, noch, Daddy oder? Noch eine Wave, komm rein, weg. Kommt ja auch mal so ein fetter Boss oder sowas cooles? Nein. Oh, ist ja langweilig. Und wir haben es doch geschafft. Ja, easy, Mann. Easy. Es ist easy. Ich bin vor dir da. Nein! Jetzt krieg ich nämlich die geilen Sachen. Bam! Weil immer der abgibt, kriegt das geilste. Habe ich jetzt beschlossen. Weiß nicht, ob das Spiel das auch beschlossen hat. Ja, bei dir Level kriegt man jetzt noch den nächsten Slot für die Waffe. Weiß ich nicht. Weißt du, ich kenne das aus dem Kopf. Ja. Nein. Hier ist ein Revolver mit 103 Schaden. Ein bisschen verarscht, ich hab eben gerade einen besseren als meinen. Einen mit 140, deswegen. Und Raketenwerfer mit 181. Boah, Mann, ich werd noch arm hier. Ich hol mir erstmal das Scharfschützengewehr. Boah, das ist besser als das, was ich gerade dran hab und macht auch Feuer. Was hat meiner? Meiner hat 203, okay, nee, meiner ist besser. Aber der Revolver ist geil. Blatt Revolver, 140. Ja, kaufen. 103, warte. Habe ich die falschen gekauft? 124, nicht. Nee, der ist besser. 124er Revolver. Zack, rein da. 140er Revolver. So, und verkaufen hier. Zack. Weg damit. Weg. Weg. Und weg.
Der kann auch weg. Wunderbar. Huch, bist du wieder alleine hier? Nee, gar nicht wahr. Dann wollen wir eben kurz wieder mein Schild hier wechseln. Tschüss, Leute! Nein! Wie, tschüss! Party verlässt und. Ist er ohne uns gefahren. Oh, ich hätte Munition auch noch. Ja. Ist er jetzt echt ohne uns abgehauen? Ja. Wir müssen wahrscheinlich eh ins andere Gebiet. Wann kommen denn die Aliens? Das dauert noch, Kevin. Das dauert noch und da bist du froh drüber, dass das noch dauert. Okay. Weil ich verwundert war über diese Waffen da. Ja. So im Prinzip kurz vor Ende, aber du bist auch erst froh. Du bist froh, dass sie erst auch kurz vor Ende kommen. Hallöchen. Eben. Ups. Schild, guck dir mein Schild an. Oh. Ist ja fast tot. Ja. Aber Party, bist du bald mal da? Ja, ich gucke halt erst noch, ob noch andere Nebenquests sind. PCB! Warum hast du einen Schlüssel um den Hals? Warum hast du keinen? Er hat auch ein Katzenfoto da hängen. Alter, du. Patrick, hilf mir. Oder soll es ein Hasenfoto sein? Weiß nicht. Soll ich dir denn helfen? Ein Hasenfoto ist das ein bisschen zu groß. Die betatscht mich und guck mich zurück an. Ja, sag mal, kannst du dich eigentlich am Rücken kratzen? Oh. Ja. Da fahr ich meine Frau. Guck mal, wie ausgefeucht der Rücken ist. Junge. Okay. Jetzt mal von der Seite an. Du suchst die nächste Mission. Ich bin kurz weg. Microphone muted. Wir haben sie schon gefunden. Was? Fick dich, Kevin. Du hast die Regel aufgestellt, jetzt hör auf mit dem Scheiß! Die Metall.